Miau und Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty und ich darf euch heute Piku Niku vorstellen. Ja, was heißt vorstellen? Mindray hat euch ja in der, ich sag jetzt mal, Vorzeigerunde alles gezeigt. Ja, und ich darf das jetzt einmal anspielen. Also, wie ihr schon gesagt habt, es gibt einen Koop-Modus, es gibt einen Abenteuer-Modus, es gibt die Einstellungen. Wir können auch das Spiel direkt wieder beenden. Nein, Spaß beiseite machen wir natürlich nicht. So, wir fangen natürlich ein neues Spiel an. Ich habe das Spiel noch nicht angetestet. Ich war tatsächlich bisher nur im Hauptbildschirm, sage ich jetzt, also hier im Hauptmenü. Ich habe mir die Anwendung einmal, also hier die Einstellung einmal genau angeschaut. Ganz interessant eigentlich, süß gemacht. Vollbild, Anti-Aliasing, V-Sync. Also ich spiele das Ganze natürlich mit Controller. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe mir die Steuerung für die Tastatur angeschaut. Das war jetzt nicht so meins. Naja. Okay, müssen wir mal gucken. Ich spiele das Ganze auf Deutsch. Ganz wichtig für mich. Ich habe nämlich im dem wunderschönen Video, was der Mindray gemacht hat, gesehen, dass es auf Englisch war. Und ich habe dann gedacht, ah, komm, hoffentlich bitte auf Deutsch. Und ich habe Glück, also fangen wir ein deutsches Abenteuer an. Los geht's. Also bis zum 8.10. könnt ihr das haben, ne? 8.10. Leute. Hallo! Ja, hi! Dir was geben. Stell dir vor. Oh Gott! Gratis Geld! Ja, das wäre schön. Ja, du hast richtig gehört. Ich will dir Geld geben. Kostenlos. Gratis Geld. Ich sag dir, wie das funktioniert. Du hast wahrscheinlich viel Müll in deiner Stadt. Mit der Und der nimmt viel Platz weg. Ich schicke meinen Roboter in deine Stadt. Und die sammeln all das nutzlose Zeug. Du brauchst gar nichts zu machen. Verflixt, sie geben dir sogar noch Geld dafür. Gratis Geld. Du vertraust mir noch nicht? Na dann, vertrau diesem Kerl. Vertrau mir, es gibt gratis Geld. Siehst du, wie ich gesagt habe? Wenn nächstes Mal einer meiner riesigen Roboter über deine Stadt fliegt, lass ihn also friedlich arbeiten. Und ich mach dir im Handumdrehen. Und ich mach dich im Handumdrehen reich. Dann pass auf dich auf und denk dran. Du bist perfekt. Sie sahen eine Werbung der Kosten. Anscheinend, ja, alles klar. Eine bessere Welt wartet schon. Ja, genau, das war nämlich ziemlich so Werbung. Ja, war klar. Okay, Hauptaufgabe, wach auf. Wie wache ich denn auf? Hallo? Hallo? Oh gut, du bist endlich wach. Que puedes mo moverte? Ich glaube, das war Spanisch oder sowas. Was ist hier? X. Lol. Bom. Okay. Prima. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Du hast lange geschlafen. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen Frischluft. Du gehst also weg. Wer bist du nochmal? Dann fragen wir mal, wer bist du nochmal? Ich bin ein Geist. Ach, echt? Es ist gefährlich, allein zu reisen. Nimm das. Meine volle moralische Unterstützung. Tut mir leid, als Geist habe ich nicht viel, was ich dir geben kann. Meine volle moralische Unterstützung. Und jetzt kann ich da rein? Ist gut? Anscheinend.
ist echt der Hammer. Ich kann mich überall durchzwängen. Okay, alles klar. Aber ich verstehe das Spiel gerade noch nicht. Oh, hier ist noch ein Geist. Ah, dieser große Felsen wirkt nicht sehr stabil. Okay. Vielleicht kannst du gegen ihn treten. Wie trete ich denn? Wow! Okay, das ist wahrscheinlich der Hauptmenü oder sowas. Ah. Okay. Also mit X trete ich, okay. Mit A springe ich, mit B mache ich mich zu weiß was ich was. Mit Y rede ich. Alles klar. Das ist schon mal bisher so okay. Aber ich wollte wissen, was hier unten noch ist. Da sind nämlich Pilze, habe ich mir fast gedacht. LOL, LOL, LOL! Hallo? LOL! Okay, die kann ich nicht drehen. Sehr interessant. Ich verstehe das Spiel nicht. Aber jetzt können wir hier den Pilz. Immer gut. So. Okay. Ja, jetzt bin ich da runtergefallen. Na toll. Okay. Sei hier vorsichtig. Der Boden scheint leicht kaputt zu gehen. Also ich kann keinen Doppelsprung oder sowas. Ah! Na toll. Bin runtergefallen. Was für eine Kacke. Ah, wo ich jetzt gerade hier mal aufnehme, ich weiß nicht, ob der Mindway es gemacht hat, aber man hat uns darum gebeten, also werde ich es jetzt einfach tun. Hallöchen, Mia. Ich hoffe, du schaust dir auch das Video an. Nicht, dass ich dich jetzt umsonst grüße. Man hat nämlich darum gebeten, dass man gegrüßt wird. Deswegen einmal, hallo, Mia. Schön, dass du wieder einschaltest. Und natürlich auch den anderen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. So, ich denke, du bist startklar. Viel Glück da draußen. Sei vorsichtig und schick mir Postkarten. Kann ich jetzt einfach wieder ins Bett gehen? Wofür war das jetzt? Warum? Warum muss ich was machen? Wieso? Ich bin nur ein Knubbel mit Füßen. Oh mein Gott. Sorry. Nein, Spaß beiseite. Aber wir sind wirklich nur ein Knubbel mit Füßen. Oder sehe ich das falsch? Jetzt habe ich die Tür aufgemacht, okay? Ich kann auch nicht mal dagegen treten, hallo? Ah, jetzt. So. Was steht da? Achtung! Diese Tür nicht öffnen. Dahinter schläft die Bestie. Ich bin eine Bestie. Ah. Oh, was hier gibt. Hallo. Was ist das? Okay. Irgendwas komisches. Kerzenhalter oder was? Kann ich mir wehtun? Ups, das war falsch. Ich wollte eigentlich. Interessant, okay. Toll! Ich bin im Baum gelandet. Adi, hallo. Wie geht es dir? Gut, gut. Hänge hier bloß ein bisschen auf dem Feld rum. Lass es mit der Vogelscheuche. Ernsthaft? Ja, verscheuche ich. Die, als dass sie mich. Ja. Oh, ups. Ich wollte gucken, was hier unten ist. Irgendwie. Muss ich jetzt hier rüber? Oh nein.
Ich verstehe das Spiel gerade noch nicht. Was ist das? Ich schwöre, ich habe gerade was gehört. Aus den Feldern? Ach, keine Sorge, wahrscheinlich nur die Vögel. Ich weiß nicht, es klang ziemlich forsch. Wie? Das Geräusch der Bestie, die kommt, um dich zu fressen. Mach keine Witze darüber. Sie könnte in den Feldern lauern und uns anspringen, wenn wir uns umdrehen. Hey, entspann dich. Niemand hat die Bestie je gesehen. Wahrscheinlich existiert sie nicht mal. Lass uns zum Dorf zurückgehen. Ich bin eine Bestie. Hallo, die Bestie. Es ist die Bestie. Ah, tu doch was. Ich bin eingesperrt. Die Bestie ist wach. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Entschuldigung, ich bin eine Bestie. Sie sieht gar nicht bösartig aus. Ich hätte gedacht, sie wäre größer. Aber sie hat unsere Brücke zerstört. Bestie, warum bist du hier? Ich werde euch alle auffressen, genau. Ja, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Oh, na schön. Das ergibt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Du siehst gar nicht furchterregend aus. Nicht zu ungut, aber solltest du nicht mächtig und gigantisch sein? Was sollte ich sein? Bin ich doch irgendwie? Bin ich doch irgendwie? Ich bin irgendwie mächtig und gigantisch. Irgendwie. Ja. Das ist sonderbar. Ich glaube, wir sollten sie befreien. Ja, sie stellt wohl keine Gefahr dar. Sieht mir nicht nach einer Bestie aus. Also gut, wir lassen dich raus. Aber du hast unsere Brücke zerstört. Hilfst du uns, sie zu reparieren, wenn wir den Teppich öffnen? Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, in Ordnung. Sag Bescheid, wenn du unsere Brücke in Ordnung gebracht hast. LOL! Hilfst du uns? Jetzt muss ich das alleine machen. Hallo, was soll das denn? Hallo. Du bist also die Bestie, was? Du siehst ganz anders als ich. Welche Geschichte? Die Geschichte der Bestie. Im Grunde ist es einfach ein Monster, das im Berg lebt. Aha. Sie wird seit Generationen weitergegeben und niemand kennt ihren Ursprung so genau. Ah, toll. Make it rain, Sunshine Inc. Ah ja. Ich trau dem Sunshine. Da, das habt ihr auch gesehen, ne? Lass mich in Ruhe. Okay. Warte, wie ging das nochmal? Yeah, ich rolle. Weg da! Hau ab, Monster. Na toll. Also ich werde von keinem gemocht, aber ich soll alleine die Brücke reparieren, ja? Leute, sorry. Wenn ich die Augen halb schließe, siehst du ein bisschen wie die Bestie aus der Legende aus. Vielleicht bist du es doch. Ja, klar. Absolut. Mir wurde gesagt, ich soll meine Tür geschlossen halten, wenn die Bestie in der Nähe ist. Warum ist denn so eine Kackfliege? Jetzt sieht man mich nicht. Hey. Okay. Hallo. Was ist das? Äpfel. Okay, wahrscheinlich lebt hier die Bestie. Hä? Toll, wie komme ich jetzt wieder hoch? Vielen herzlichen Dank. Nein, hoch. Ja, war das nicht in der Richtung irgendwo? Ja, komm. Warum fliegt eine scheiß Fliege um mich rum? Geh weg. Ich mag keine Fliegen. Irgendwie repariere ich das Ding dann. Der Baum hat sich bewegt. Das ist Spinne! Und jetzt?
hallo. Warum hast du mich geweckt? Ich muss die Brücke reparieren. Hast du die Brücke kaputt gemacht? Ja. Na, warum hast du den denn erst kaputt gemacht? Kümmer dich selbst um deinen blöden Fehler. Dann sagen wir mal nein. Tja, wenn du eine Spinne wärst, was ich zufällig bin, könntest du mit einem dieser netten Spinnennetze reparieren. Aber offensichtlich bist du keine. Also viel Glück damit. Du bist eine Kacke. Was, hast du mich wegen nichts geweckt? Gar nicht. Cool. Okay, toll. Also irgendwie... Weiß ich nicht. Kann ich die Fliege nochmal abholen? Vielleicht will die Spinne ja die Fliege haben. Ist die hier? Ah, okay, die geht automatisch weg. Okay. Alter, wie das aussieht einfach. Okay, aber ich muss ja irgendwie... Irgendwie muss ich ja dieses... Das Ding reparieren. Ich weiß nur noch nicht wie. Ein Apfel! Chaka! Wofür auch immer. Was glauben, dass ihr eine Nenne müssen? Was ist was zu... Ja, ich auch. Geh und bring unsere Brücke in Ordnung. Na toll. Ich traue dir nicht. Ja, danke. Ich traue dir immer noch nicht. Ja, ist okay. Ist die Brücke schon kaputt? Wir kriegen kein Geld. Oh mein Gott. Das kostenlose Geld. Das ist es. Ich wusste es. Und die Bestie nicht in meinem Haus haben. Ja, ja. Diese scheiß Kameras, Alter. Also ich kann mir nicht wehtun. Scheiße. Hey, tut mir leid. Du kannst... Da kannst du nicht hin. Warum? Auf dem Kabel sitzen Vögel. Ich kann die Seilbahn nicht betreiben, solange sie dort sind. Oh. Ich bin runtergefallen. Ich bin... Scheiße. Oh, lol. Ich bin die Bestie. Oh, ha. Na toll, das ist ja super. Erst zerstörst du meine Tür, dann platzt du uneingeladen in mein Haus und jetzt ist der Tisch futsch. Das war der einzige Weg, den Tag zu retten wäre, mit mir Verstecken zu spielen. Versuch mich zu finden. Der versteckte Felsen für den Schäfer. Ist das dein Ernst? Toll. Ich muss mit einem Stein verstecken spielen. Ich glaube, es hackt. Cool. Ah, du hast mich gefunden. Nochmal. Okay. Alles klar. Bin ich eigentlich schneller, wenn ich so bin? Anscheinend. Nein, ich... Toll. Bin ich da runtergefallen, ey. Okay, also meine erste... 100 pro. Aha. Nochmal. Jetzt muss ich schon wieder finden. Ja, aber warum repariert die das nicht?
Kann ich nicht gut sein und mir das reparieren? Hallo. Hi. Warum reden einige Vögel eher und andere nicht? Warum ist diese scheiß Fliege immer nur dann da, wenn ich sie nicht brauche? Ich bin sicher, wenn die Spinne die Fliege hätte, würde die mir wahrscheinlich helfen. Okay, aber ich habe einen Apfel eingesammelt. Das heißt, ich gehe jetzt einmal zurück zu dem komischen Dingsbums. Nein, nein! Auch nicht schon wieder. Boah, ey, das ist doch nicht wahr. War das hier? Ne, hier war das andere, ne? Hier war der Stein, genau. Wo war das Ding da nochmal, der mit dem Apfel? Das war doch auch irgendwo in der Erde, oder nicht? Bin ich jetzt total behämmert? Ach, toll. Ja, voll nochmal da runter. Also das ist echt so ein Springspiel, ne? Sowas. Nicht nochmal da runter. Wo ging's denn jetzt? Entschuldigung. Nochmal nach unten. Scheiß Spinne. Bauen wir doch das Ding einfach wieder ganz. Weiter in die Richtung? Nee, aber ich hab ja... Ich hab ja erst gerade eben erfahren, dass ich... Vielleicht kann ich den ja kaputt machen. Nee, auch nicht. So, jetzt reparieren wir das. Könntest du sie wohl mit einem dieser netten Spinnennetze reparieren? Aber offensichtlich bist du keiner, also viel Glück damit. Du bist so ein hässliches kleines Biest. Soll ich wieder den Apfel einsetzen? Nein. Okay, ich war da unten. Vorher habe ich an jedes Haus geklopft, quasi. Lol. Okay.
fahre Wolke. Ich fahre Wolke. Jetzt? Und jetzt? LOL! Was? Was hast du mit meinen Kindern gemacht? Wo sind sie hin? Sie sind jetzt erwachsen. Nein, sind sie nicht. Sie haben noch nicht mal ihren ersten Wurm gefressen. Du hast meine Eier zertreten. Jetzt sind meine Kinder verschont und wahrscheinlich sehr hungrig. Finde sie, bring deinen Fehler in Ordnung. Na toll. Tut mir leid, großer Vogel. Ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass er mich frisst. Ich reg das gerade auf, dass ich das Ding nicht benutze, wie man mich gefunden hat. Muss ich jetzt runter? Hier ist ein Stein. Das hat Spaß gemacht. Danke, dass du mit mir bist. Nimm dieses bescheidene Geschenk als Zeichen unserer Freundschaft. Ja, toll, noch ein Apfel. Wo musste ich das denn jetzt nochmal hinbringen? Da, ein Vogel. Oh, hallo, was geht ab? Deine Mutter sucht dich. So eine typische Teenager-Antwort. Deine Mutter sucht dich. Warum kann ich nicht schon mein eigenes Leben führen? Naja, ich sollte wohl abschwören. Es waren ja nur zwei, ne? Ich bin den zweiten verschwunden, Vogel. Ja, ja. Bin dabei. Ja, ich bin überall gewesen, eigentlich. Ne? Lass mich in Ruhe, ja. Gefickt! Warum? Gut, wir hatten in letzter Zeit keine enge Bindung, alles klar. Ich brauche Zeit, um mich selbst zu finden. Na schön, ich fliege zu ihr. Okay. Muss ich jetzt wieder hoch? Wäre zum Muttervogel zurück. Okay. Wir kehren zum Muttervogel zurück. Das ist wenigstens noch so weit, dass ich noch weiß, wie ich damit gehen muss. Okay. So, wir warten auf die Wolke, dann fahren wir wieder Wolke. Oh Gott, ich habe gerade schon gedacht, dass das zu früh gesprungen war. Boah, kurzer Herzinfarkt, ey. Oh, ja. Moment. Meine Kinder sind wieder zu Hause. Danke, dass du sie zurückgebracht hast. Aber kein Danke dafür, dass sie deinetwegen überhaupt verschwunden waren. Versprichst du, keine Eier mehr kaputt zu machen, die dir nicht gehören? Versprochen. Gut. Nimm das. Ich habe versucht, es zu fressen, aber ich habe es nicht runtergekriegt. Ich hoffe, du findest eine Verwendung dafür. Ein Apfel. Ein Apfel. Ja, ernsthaft. Habe ich gesehen, dass das ein Apfel ist. Okay, wir haben ein Rätsel gelöst. Wir haben die verschwundenen Vögel gefunden. Wir haben den Stein dreimal gefunden. Wir haben geklärt, dass wir nicht die Bestie sind. Okay. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wo ich die Äpfel nochmal hin tun musste. Das ist doch... LOL! Was war das denn? Oh, ich kann Musik machen. Okay. Warum bewegt sich die Wolke? Warum bewegt sich die Wolke? Moment, das muss ich jetzt mal eben abklären, bevor ich die... Okay.
Okay, ich habe 3 Äpfel. Ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt damit, mit diesen 3 Äpfeln? Okay, bleiben wir mal auf der Wolke drauf. Mal gucken, was jetzt hingeht. Ich mache Augen in die Wolke. Wolke mit Augen. Mhm. Oder Nasenlöchern, je nachdem, wie man es sieht. Ich verstehe es auch nicht. Wo war denn jetzt dieser... Der war aber nicht hier unten, oder? Oder doch? Komm, das geht schneller. Aha, so war das, genau. So, ein Apfel. Zweiter Apfel. Und dritter Apfel. Jetzt geht die Tür auf. Oh mein Gott. Hallo? Wie bist du denn hierher gekommen? Falls es dir zu schwierig wird, kann ich dich hier rausbringen. Aber vorsichtig, wenn du je zurückkommst, musst du von vorne beginnen. Soll ich dich jetzt teleportieren? Nein. Kein Problem. Viel Glück da draußen. Okay. Drücke X in der Luft, um dich an einem Haken festzuhalten. Wow, ich bin gestoppt. Okay. Hui. LOL! Drecksdingen, Alter. Nein. Hab ich denn jetzt das Geld noch? Kein Geld. Ich hab das Geld eingesammelt. Nein! Ah. Das erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Ori. Da musste man ja auch so eine Kacke machen. LOL! Hallo? Chillen, ganz locker. Okay. Warum ist der denn jetzt nicht gesprungen? Ich habe doch auf A gedrückt. Ah, ich weiß, ich habe nicht X gemacht, Xbox. Okay. Okay, also man kann sich echt noch schwingen und so weiter. Ach, leck mich doch, ich habe A gedrückt. Egal. Okay, was haben wir jetzt hier? Ich habe eine Trophäe, genau, den gehenden Pico. Mhm. Den habe ich gekriegt. Ich habe noch irgendwie die Brücke reparieren, muss ich machen. Ja, und im Endeffekt sind wir quasi, habe ich die Einführungsrunde durch, würde ich sagen. Leck mir noch am Arsch. Okay, also das ist echt ein Spiel, für man viel Geduld braucht und viele Nerven und sich Sachen merken muss und Rätsel und so weiter. Und das ist nicht meins. War eine nette Geschichte bis hierhin, würde ich sagen. Finde ich auch ganz gut, dass man zu dem Frosch wieder teleportiert wird, wenn man gestorben ist quasi. Dass man nicht direkt...
Ja, im Endeffekt von ganz neu starten muss, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, euch hat das Spiel soweit gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch wissen mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar und ganz wichtig natürlich einem Abo. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Kitty.